Willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 Sticker-Tütchen oder Sticker allgemein, lul. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 Tournament Sticker. Ja, Wolski, die offizielle Serie zur Europameisterschaft in diesem Jahr. Unser 140er Display, da sind schon die ersten, ja, kleinen Sticker drin, die doppelt sind leider. Und ich öffne heute, beim letzten Mal habe ich auch 6, glaube ich, geöffnet. Ne, ich öffne heute. Ich mache heute 5. Und am Wochenende mache ich wieder ein paar mehr, Jungs. Also ich mache unter der Woche jetzt wieder 5. 3, 4, 5, let's go. Und am Wochenende könnt ihr euch dann auf längere Folgen freuen. Unter der Woche habt ihr wahrscheinlich dann auch nicht so lange Zeit. Und Wochenende habt ihr Zeit, deswegen öffne ich am Wochenende mehr als, ja, unter der Woche, würde ich einfach mal so sagen. 5 Sticker-Tütchen, 25 Sticker. Außerdem stehen wir ja noch ganz am Anfang. Unser komplettes Heft ist ja noch nicht, überhaupt gar nicht, ein bisschen natürlich. Ein paar Spieler sind natürlich drin. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Bock habt, diese Sticker zu sammeln, dann wisst ihr, wo ihr sie bekommt. Nämlich unten in der Beschreibung. Der führt euch nämlich zum Panini Online-Shop. Der Link. Und da könnt ihr euch diese Sticker sehr gern gönnen. Da gibt es immer verschiedene Bundles, wo ihr ein bisschen Geld sparen könnt. Wo ihr das Album direkt dazu bekommt. Tindose gibt es sogar auch. Mit dieser 140er Box, ne? Nur mit dieser 140er Box habt ihr die Möglichkeit, am Ende nochmal, wenn ihr diese komplett ausgepackt habt, 50 Sticker kostenfrei nachzubestellen. Hier unter dieser Box ist ein Code und damit könnt ihr euch dann nochmal 50 Sticker, die euch fehlen, nachbestellen. Und dann dauert es ein paar Wochen und dann schickt euch Panini die Sticker, die ihr da angegeben habt, kostenlos zu. 5 Päckchen, let's go, jetzt habe ich genug rumgeschnackt und mal schauen, welche Spieler wir heute hier so ziehen. Trippier von den Engländern. Ich sortiere natürlich gleich wieder nach den Nummern hier, so 400. Dann haben wir von der Türkei Hakan Çalhanoğlu und Mahmut Tekdemir. 89 kommt vorne. Von den Russen haben wir Karavajew. Mosliu von Nordmazedonien und Günok von der Türkei. Okay, so, und dann machen wir das mal so. Pack Nummer 2. Pack Nummer 2. Ich bin schon gespannt, wann der erste Sticker kommt hier, so Mbappé, Ronaldo oder so. Hatten wir auch noch nicht am Start. Russland. Dann haben wir Spanien mit Moreno und Ferran Torres. Dahin Stepanenko. Deutschland, wer ist es? Joshua Kimmich, der nächste Deutsche. Jawolski, sehr, sehr geil. Und Marek Rodak. Sehr cool, der nächste deutsche Sticker hier heute in der Folge am Start. Der erste und auch der einzige in unserem Let's Collect Sticker Heft ist ja Leroy Sané. Leroy Sané, Polen, Jubelsticker mit Lewandowski und Co. Dann haben wir von Portugal Cancelo, Rui Patricio. Bocniak von der Slowakei, Grosicki und Pervan aus Österreich. Östi, Östi, Österreichi. Zack und zack. So, vorletztes Pack. Vorletztes Pack. Bruno Fernandes. Oh, habe ich den schon? Ich weiß es gar nicht. Bruno Fernandes. Habe ich auf jeden Fall schon des Öfteren gezogen in der mit den Stickern. Aber ob ich jetzt Fernandes schon im Let's Collect Sticker habe, weiß ich gar nicht. Wojciech Szczesny, Susek und Dimitrevski. Dimitrevskichen. 396 und die 460. So, letztes Pack. Letztes Pack und dann geht es rein ins Einkleben. Makarenko, Ozdoyev, Christensen. Oh, João Felix. João Felix und Martin Hinteregger. Sehr, 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 sehr geil. João Felix hier im Pack. Richtig, richtig nice. 227 hier auch vorne. 677 und 334. So, okay, dann sortieren wir mal ganz kurz nach den Nummern. Aber ich habe ja schon halt vorsortiert, deswegen geht das hier immer sehr, sehr schnell. Das hatte ich ja in den ersten Folgen nicht so gemacht. Na, komm her. So, so, so und so. Zack, zack, zack. Zack. Und dann können wir auch schon starten mit dem ersten Sticker. Leute, habt ihr auch schon Sticker-Tütchen ausgepackt? Sammelt ihr auch schon oder wartet ihr noch ein bisschen?
Also ich bin ja schon mittlerweile wieder komplett im Sticker-Hype hier, ne? No joke. So, wir schlagen mal unser Heft auf. Ihr habt übrigens kommentiert, ich soll die schwarze Unterlage nehmen. Das sieht cooler aus bei Let's Collect, deswegen mache ich das auch. So, 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Das ist Mert Günok. Mert Günok aus der Türkei. Als ersten Porträtsticker für die heutige Folge. Mert Günok. So, Duo-Sticker ist immer riskant, aber diese Duo-Sticker habe ich beide noch nicht. Hakan Çalhanoğlu. Wo spielt der eigentlich? Spielt der immer noch in der Serie A? Okay, der kommt nochmal raus, weil der war ein bisschen schräg. Ja, das ist ja das Gute. Den kann man so drin lassen. Ist jetzt minimal rechts am Rand, aber das finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Und dann haben wir noch Mahmut Tekdemir, der natürlich da neben Çalhanoğlu seinen Platz findet. 159, dann machen wir einen relativ großen Sprung zu den Dänen, zu Andreas Christensen. Und das ist auch schon mittlerweile jetzt der fünfte Sticker. Der fünfte Sticker in der Mannschaft der Dänen. So, und Christensen ist genau in diesem Jahr geboren, wo ich auch geboren bin, 1996. Habe ich gerade da so geluschert. 209 habe ich von den Russen auch noch nicht. Das ist nämlich einmal Roman Sobnin. Roman Sobnin ist im Heft. Und dann noch Artem Zyuba. Kriege ich aber auch gerade hier nicht ab. Doch, jetzt kriege ich ihn ab. Artem Zyubachen. Der Goalgetter der russischen Nationalmannschaft. Kann man auf jeden Fall so... Ja, ist jetzt auch minimal rechts, seht ihr ja, ne? Aber bei den Duo-Sticker kann man sich auch minimal ein bisschen verkleben. Dann sieht es trotzdem noch gut aus. Karavajew. Wenn ich jetzt einen Porträtsticker so einklebe, dann sieht es natürlich blöd aus. Aber auch bei den Porträtstickern kann man eigentlich immer... Ne? Man muss es jetzt nicht zu 100% akkurat einkleben und trotzdem sieht es eigentlich aus, als hätte man es 100% akkurat eingeklebt. Aber man hat es eigentlich gar nicht 100% akkurat eingeklebt. Aber es sieht trotzdem so aus. Wisst ihr, was ich meine? Otsdojew? Otsdojew? Magomed Otsdojew? Ja! Bam! Dann die 236, das ist der gute Pavao Pervan, der Keeper der Österreicher. 236. Na, zack. So. Dann haben wir die 240, das ist Martin Hinteregger. Und das heißt Österreich. Mit 6 Porträtstickern. Ist Österreich jetzt an der Spitze? Führt Österreich mit 6 Porträtstickern? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 290. Das ist Dimitrevski. Dimitrevskichen. Bam. 293. Auch, oh guck mal. Nordmazedonien mit auch 6 Stickern, aber 5 Porträtsticker und einmal das Logo hier schon als Shiny am Start. Sehr, sehr cool. Dann springen wir zur Ukraine. Ja, okay, da sieht es ganz mau aus. Da sieht es ganz mau aus, aber man kann ja noch nicht bei jeder Mannschaft so viele Sticker drin haben. Ich bin ja schon mal gespannt, welche Nationalmannschaft als erstes hier komplett voll wird. Ne? Stepanenko kommt aber auch dazu hier. Stepanenkochen. Und da hat Panini extra bei diesen hellen Farben hat Panini noch solche Ecken reingemacht. Seht ihr das? Dass man genau weiß, wo man hinkleben muss. Das ist auch eine kleine Hilfe. Hier bei Grün beispielsweise ist es nicht, weil da Orange halt besser zu sehen ist. Aber Orange auf Gelb ist halt natürlich ein bisschen schlecht. Also da hat Panini auf jeden Fall mitgedacht. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Celucka, der Tscheche. Und daneben kriegt Wladimir Kufal seinen Platz. Zwei weiter ist ja auch Wladimir Darida schon drin, hier von der Hertha. 396. Oh, Tschechien, guck mal, auch gar nicht so verkehrt. Thomas Susek, das ist der fünfte Spieler jetzt. Huch. Der fünfte Spieler. Oder der fünfte Porträtsticker, besser gesagt. Oh Leute, das macht so Laune. Ne? Ich könnte es jeden Tag machen. Ich mache es auch gefühlt jeden Tag. Also jeden Tag um 18 Uhr gibt es ja eine neue Folge. Aber ich nehme ja auch ab und zu mal natürlich Folgen im Voraus auf, ne? Also ich nehme jetzt nicht jeden Tag eine Folge auf, sondern ich nehme dann einfach mal am Montag nämlich schon 3 Folgen auf, dann nehme ich Dienstag nochmal 3 Folgen auf und wisst ihr, das ist ja mal ein bisschen, ich habe ja auch nebenbei noch viel zu tun, sage ich mal, es ist ja,
YouTube jetzt nicht mein Hauptberuf, sondern einfach nur mein Hobby nebenbei. Und das Hobby ist einfach das geilste Hobby der Welt. Und wenn man das Hobby mit euch teilen kann, danach macht es natürlich noch viel mehr Spaß. So, 64, das ist Wojciech Szczęsny und der ist noch nicht im Heft. Wojciech Szczęsny, für mich auch einer der besten Keeper. Na, der kommt nochmal raus, da ist eine kleine... Ja, so, dann passt der Lachs. 74, das ist Kamil Grosicki. 4, 5, der sechste Sticker auch von Polen. Der sechste Sticker auch von Polen. Dann haben wir von der Slowakei 493, das ist Rodak, auch der Keeper. Ziemlich viele Keeper heute gezogen. Der Günok, Szczęsny, Rodak jetzt hier am Start noch. Dann die 511, Bosniak, Robert Bosniak. Bosniak. Ich mag irgendwie diese Slowakei-Namen, mag ich. Bosniak. Dann hier keine Lubotka, Kutschka, Hamzik. Feier ich irgendwie. Dann haben wir Spanien, das ist Moreno. Und Ferran Torres, die kommen beide hier vorne rein. Also heute läuft es heute noch keinen einzigen doppelten Sticker. So soll es natürlich immer sein. So ist es leider nicht immer. Aber wenn es dann mal so ist, dann ist es natürlich sehr geil. Ferran Torres. Bam. So. Dann haben wir die 619. Da machen wir wieder einen weiten Sprung nach vorne. Aber der Sprung ist natürlich... lohnt sich. Das ist nämlich Joshua Kimmich. Und das ist der zweite deutsche Sticker hier im Let's Collect Stickerheftchen. Joshua Kimmich. Zack. So. 652. Portugal. Rui Patricio. Nicht als Porträtsticker, sondern als Mini-Line-Up-Sticker, sage ich mal. Bam. Und Cancelo. Cool wäre es ja auch gewesen, weil ich finde, ich kann den Schritt nicht ganz nachvollziehen, wieso man hier 12 Spieler macht. Man könnte ja, das ist ja eigentlich die Aufstellung, das ist eigentlich die Line-Up, ne? Die Aufstellung von der jeweiligen Nationalmannschaft. Wieso hat man dann nicht als ersten Sticker oder als letzten Sticker den Trainer gemacht? Wisst ihr? Dann hätte es besser gepasst, hätte man 11 Spieler gehabt und den Trainer. Das wäre geil gewesen. Und endlich wäre mal der Trainer am Start gewesen. Bruno Fernandes habe ich noch nicht. Und somit kommen die zwei, oder nicht die zwei besten Portugiesen, aber auf jeden Fall die Top 3 kommt hier mit rein. Ich würde sagen, Platz 2 und Platz 3 kommt rein. Platz 2 Bruno Fernandes, Platz 3 Felix und Platz 1 fehlt dann noch. Und ihr wisst natürlich, wen ich meine. Das ist natürlich Cristiano Ronaldo, der dann hier fehlt. Und ich hoffe, der kommt aber noch irgendwann in den kommenden Folgen mit dazu. Und das war's erstmal für die heutige Folge. Das ging schon wieder so schnell rum hier, ne? Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Das schöne Let's Collect Stickerheft hier. Hardcover. Leute, Hardcover muss sein. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Tschüssikowski und ciao.